Hallo und herzlich willkommen, wir machen weiter mit No Man's Sky. Ja, und wir fliegen zum nächsten Gebäude. Das sollte wohl da drüben sein. Unbekannt, okay, schon mal ganz gut. Wir wollen ja endlich mal auf Aliens treffen. Eine ganze Zeit. Oh ja, auf der Raumbasis. Da können wir auch noch hin. Da gibt es auch Aliens. Das ist schon cool. Und zwar, also an sich für Alien Begins, ist völlig egal welche. Das ist gut, dann gucken wir hier nochmal. Dann schauen wir auf dem vorne. 10 Sekunden. Und dann schauen wir einfach mal oben in der Raumbar. Oh ja, da. Perfekt, da haben wir eine Basis. Das ist cool. Hier entdecken wir, hier treffen wir auf jeden Fall Aliens. Und oben im Wäldern in der Basis auch. Ob das jetzt 18 Stück sind, bis wir bei 30 sind, bezweifle ich. Aber hier können wir auch unseren ganzen Schrott verkaufen, den wir nicht brauchen. Genau, da haben wir schon mal bestimmt 4 Stück, oder? Ja, 3, 4, 5. Also gut. Ich verkaufe erstmal meinen ganzen Mist. Und dann reden wir mit den ganzen Aliens. Vorratsmatrix des galaktischen Marktes. Gegenstände verkaufen. Okay. So, Kohlenstoff brauchen wir, Diewasserstoff brauchen wir, Ferrit brauchen wir. Puckneum brauchen wir halt nicht, ne? Silber brauche ich jetzt auch nicht. Verrostetes Metall brauche ich nicht. Ammoniak, Kohlenstoff, Nanorohr. Natrium, Sauerstoffkapsel. Ionenakku. So. Und wechseln. So, ah ja, hier haben wir Bauplananalysator, Silber, Sauerstoff, Diewasserstoff, chromatisches. Das sind alles Sachen, die brauchen wir alle. So, wechseln. Kaufen. Chlor und Pyrit kann ich hier kaufen. Metallplatten, Diewasserstoff. Chromatisches Metall kann ich kaufen. 1 für 5000. Pff, das ist ganz schön teuer, ne? Ferrit, Natrium, Magno Gold, 36.000. Schmutz, Brom, Ionenakku. Okay, Ionenakku kann ich auch hier kaufen. Metallplatten kann ich mir selber machen. Ja, chromatisches Metall kauft nicht. Da suche ich mir lieber irgendwie Kupfer oder sonst irgendwie was. Und dann. Was für ein Mist hier. Okay. So, jetzt ruhe ich mal hier rein. Sauerstoff behalten wir, okay. Ammoniak, Gecknip, Mikroprozessor, Nanorohr, Tetrakobalt, Mordit ist Mordit. Könnte ich auch mal verkaufen, ne? Jetzt reden wir mit den Gags hier, weil das Gag-Nip könnte ja auch eigentlich cool sein. So, jetzt reden wir mit dem hier. Freund ist schon mal schön, wenn das drin vorkommt, ne? Spot. Die Pheromone des Aliens erfüllen den Raum mit einem Duft, der mich beruhigen soll. Er scheint meine Hilfe bei einer Aufgabe zu benötigen. Ja klar, wir helfen dir. Die Lebensform hüpft vor Freude. Sie winkt, als würde sie mir Glück wünschen. Morphologie. Kreaturenscan. Okay. Vielleicht sogar auf dem Planeten. Oder überhaupt. Man weiß es nicht. Vielleicht ja auch überhaupt. So. Tisk. Gucken wir, was wir da machen können. Gag, 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 Gag.
Der Händler klappert energisch mit seinem Schnabel erstarrt auf meinen Exoanzug und mein Multiwerkzeug und fragt sich wahrscheinlich, warum ich reden will. Haben wir gerade kein Geschenk. Wir fragen und wir bitten ihn um Hilfe. Naja, auch nicht. So, wir lernen das Wort Handeln. Sehr schön. Leider haben wir jetzt nichts für ihn, was wir ihm schenken können. Exporteur, okay. Gek, gek, gek. Okay, er sondert einen neutralen Duft ab und wir fragen, ob er uns ein Wort beibringen kann. Und er bringt uns das Wort Verkäufer, Gek. Das ist ja witzig. Hier haben wir noch einen Gek. Und ach, hier hockt doch einer. Oh, ist schön. Gek, Föderation, Freund. Der Händler starrt in meinen Hirnvisier und passt sein Schnabel zu meinen Atemzügen an. Ich nehme an, dass ich mich dadurch wohlfühlen soll. Dann fragen wir ihn mal. Okay, er bringt uns das Wort Fusion bei. Schlecht. Zählt es auch und nicht nur Tiere kann man scannen, gell? Ja, ist okay. Der Schürfer. Der Händler klickt mit seinem Schnabel und sabbert ein wenig. Ah, klasse Schleimkreislauf. Wir fragen ihn mal, was er hier Schönes für uns hat. An Wörtern, die uns beibringen kann. Schürfer. Schürfer, so bestimmt Schürfer heißen. So, alles klar. Boah, Motzen. Raumschiff, ne? Schon beeindruckend. Da oben auch. Die kann man auch kaufen. Aber da fehlt uns ja halt die Kohle für. Bin auch zufrieden mit meinem Raumschiff. Ich brauche so ein großes Ding gar nicht. Also, wir brauchen auf jeden Fall 800.000, ne? Uns fehlt ein bisschen zur Million, ne? Kohlenstoff, die Wasserstoff rein ist, verrät. Gek-Nip verkaufen. Ammoniak verkaufen, Nanorohr verkaufen, Phosphor, Tetrakobalt. Okay, jetzt behalten wir Moridit, kann man verkaufen, Natrium, naja, behalten wir mal. Den Rest. Okay. So. Da ist ein bisschen Platz drin. Ne? Lebenserhaltung. Das scheint alles da gut überantrieb. Die Warpzelle, die haben wir noch in unserem Inventar. Scanner, Minenleser. Terrain-Manipulator. Wir wollten ja eigentlich den Blitzwerfer, ne? Wollten wir eigentlich haben. Aber okay, oh, da landet mein Raumschiff. Auch ein Mordsding. Was ist da? Cooler. Wenn man uns mal die Landung anguckt. Wir gehen mal zu unserem Raumschiff und fliegen weiter. Goyose 13. So. Was sagt das Protokoll? Das Protokoll sagt, Weltraumanomalie. Wir brauchen aus der Basis den Teleportempfänger, Antimaterie. Technologiemodul, ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Und das mit den Kreaturen hier, okay. Na gut. Ich schau mal, dass wir die Kreaturen starten. Dass wir die hier auf dem Planeten, na, wir fliegen mal ins Weltall. Wir fliegen mal ins Weltall zu der Raumbasis. Dort gibt es ja noch andere Gags.
und andere, was haben wir da jetzt? Dort ist auch eine Weltraumanomalie. Da war ich auch schon gewesen, oder? Und das ist die Raumstation. Ein Planet, okay. Und da oben. Wo kann der Planet? Okay. Das ist alles dasselbe. Da waren wir ja schon gewesen. Bei der Anomalie. Okay. Den Planeten. Ich flieg da mal hin. Komischer Kreis außenrum, ne? Dann brauchen wir 10 Minuten. Ja, das ist ein bisschen lang, ne? Machen wir Impulsantrieb. Und dann brauchen wir nicht mehr ganz so lange. Raumstation ist ja auch in der Nähe. Das heißt, wir schauen uns erstmal den Planeten an. Und dann kommen wir noch auf die Raumstation. Aber 16 Sekunden, bis wir dort sind. Cool, sag doch, die Raumstation, ja, passt schon. Liegt ja alles im Bereich, ne, in der Nähe. Na, hier ist das ein Planet. Sieht ja mal gar nicht nett aus. Aber okay, ich will gar nicht nach oben. Okay, so passt es. So, scannen, ganz klar. Und schauen wir mal, was es hier zu entdecken gibt auf diesem Planeten. Wir sollen drei Kreaturen sollen wir scannen. Okay. Wir sind noch ziemlich weit oben, ne? Wir müssen tiefer fliegen. Der Planet, der quält mir jetzt schon nicht mehr. Okay, Planetennährung eingeleitet. Kommt auch nicht auch vor, dass ich mal auf einem Planeten lande, der schon mal von jemandem entdeckt wurde. Ist aber ganz cool. So durch die Wolkendecke durch. Ah, das waren die Wolken gewesen. Irgendwie so. Rot waren. Und auf der Erde scheint, auf der Erde, auf diesem Planeten, scheint alles viel ein bisschen cooler zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie die Atmosphäre hier unten ist. Aber es ist halt irgendwie gar nichts, ne? Also, Tiefflug. Gar nichts. Da haben wir Unterkunft. Dort haben wir eins. Dort wollen wir auch gleich mal landen. Oh, sind schöne Bäume und so dort, ne? Also, wir landen. Perfekt. Minusgrade, alles klar. Hier ist es also ziemlich kalt. Kartieren von Remendeli Gletscher. Okay. Die ganzen Dinger hier auch durch Gesundheit mal wieder hergestellt. Also auf Maximum. Container. Exo-Anzug. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Gag-Relikt gefunden. Das ist schön. Jetzt können wir den Gag dann schenken, wenn wir eins sehen. Da geht's rein. Da gucken wir auf jeden Fall mal rein. So, da ist nichts. Da drüben wahrscheinlich auch nicht. Aber, ja, der Nanit, viermal, nicht die Welt. Und, was ist das da? Mineral, wir wollen aber Tiere, ich glaube, hier gibt es fast keine Tiere, oder? Das ist alles so, sieht schon so öde aus hier und kalt.
nehme ich immer hier rein. Im nächsten Teil werden wir mal die Umgebung checken und drei Kreaturen suchen, finden und scannen. Dann wünsche ich was. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da, kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.